Habt ihr euch gefragt, was eigentlich dieses Minecraft Legends genau ist? Es ist keine Erweiterung des normalen Minecraft, sondern ein eigenständiges Spiel, das auch anders funktioniert. Hier steht nicht das Bauen im Vordergrund. Legends ist ein sogenanntes Echtzeit-Strategiespiel, in dem ihr euren Verbündeten Befehle gebt, um die miesen Piglins zu stoppen, die in eure Welt eingefallen sind. Mit unseren Tipps machen wir euch den Einstieg ins Spiel etwas leichter. Schon früh im Spiel lernt ihr, sogenannte Golems anzuheuern. Die gibt's in verschiedenen Arten und es kommen regelmäßig neue Varianten hinzu. Die sehen nicht nur anders aus, sie haben auch unterschiedliche Talente. Die Bretter-Golems zum Beispiel sind stark im Kampf gegen die Piglins. Die Bruchstein-Golems hingegen sind gut geeignet, wenn ihr feindliche Gebäude zerstören wollt. Achtet gut auf die Eigenschaften der Golems und schickt immer die los, die besonders gut zu einer Aufgabe passen. Ihr selbst seid als kleiner Reiter im Spiel vertreten. Wenn eure Golems es im Kampf mal nicht bringen, denkt immer daran, dass ihr auch selbst ein Schwert dabei habt. Die schwächsten Piglins haut ihr damit easy um, auch stärkere Feinde könnt ihr selbst gut bekämpfen. Denkt aber daran, dass ihr natürlich keine anderen Aufgaben erledigen könnt, wenn ihr euch selbst ins Getümmel stürzt. Die meisten Kämpfe sollten also eure Truppen für euch machen. Kämpfe sind nicht alles im Spiel. Achtet auch darauf, dass ihr eure Vorräte immer gut gefüllt haltet. Um Ressourcen zu sammeln, nutzt ihr die sogenannten Sammelmelodien. Holz, Steine, Eisen und mehr braucht ihr zum Beispiel zum Aufbauen von Verteidigungsanlagen, um die dämlichen Piglins bei ihren immer wieder vorkommenden Angriffen zu stoppen. Und wenn sie doch mal eine Stadt überrennen, ist das auch nicht so schlimm. Ihr könnt nie ganze Spielwelten im Blick behalten und auch nicht alles verteidigen. Konzentriert euch auf euer aktuelles Ziel und erobert ein Gebiet dann einfach später wieder zurück. Abschließend noch ein Tipp zur Steuerung. Am einfachsten klappt's mit Tastatur und Maus. Das geht nicht nur am PC, auch an eine aktuelle Xbox könnt ihr beides anschließen. Nehmt euch Zeit, die Steuerung im Menü an eure Vorlieben anzupassen. Mit einem Controller könnt ihr Minecraft Legends auch spielen. Aufgrund der vielen Befehle müsst ihr euch hier aber eine Weile reinfuchsen. Und nun auf in den Kampf gegen die Piglins. Was haltet ihr von Minecraft Legends? Findet ihr das spannend oder bleibt ihr lieber beim klassischen Minecraft? Schreibt's in die Kommentare und lasst uns gern ein Abo da.